Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal PC Lars. Ja, ich bin's wieder, euer Lars, oder wenn ihr halt das erste Mal eingeschaltet habt, was auch nur geht. Ja, abonnieren, direkt ein Like da lassen, aber erst, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich möchte euch jetzt in meinem ersten Video zeigen, wie ihr euren Rechner hochfahren könnt, zum Beispiel von eurem Handy unterwegs. Wenn ihr mal irgendwas drauf zugreifen müsst, wenn ihr Daten braucht, irgendetwas, das will ich euch jetzt einmal zeigen. Und was ihr dafür braucht, ist TeamViewer. Ich habe jetzt TeamViewer 13, das ist die neueste Version. Und ja, was ihr dann tun müsst, ist entweder ein zweiter PC in eurem Netzwerk. Also entweder ein Laptop oder in meinem Fall ist es ein Raspberry Pi. Bei mir ist es der Raspberry Pi 3. Ja, müsst ihr euch aussuchen, was ihr davon habt. Oder ihr könnt auch noch, ich habe noch eine weitere Version, weitere Option, die zeige ich euch gleich noch. Also, ihr ladet euch das runter, geht auf Extras und auf Option. Natürlich vorher ist wichtig, ihr müsst euch bei TeamViewer anmelden, weil sonst könnt ihr euch nicht mit eurem Handy verbinden. Dann ist ganz wichtig hier Wake on LAN. Dann geht ihr hier auf Konfigurieren. Und dann könnt ihr hier auswählen, kein Wake on LAN mit anderem TeamViewer innerhalb desselben lokalen Netzwerks. So mache ich es jetzt. Ihr könnt aber auch über eine öffentliche Adresse das machen. Das tue ich jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, den Raspberry im Netzwerk habe. Ihr könnt auch einen anderen Laptop oder eigentlich alles, was mit eurem Internet verbunden ist, nehmen. So, ich habe jetzt hier andere TeamViewer innerhalb desselben Netzwerks ausgewählt. Ich habe hier schon einen eingefügt, das ist mein Raspberry. Und wie ihr zum Beispiel jetzt die Adresse davon rausfinden könnt, ihr geht auf den Raspberry und dann hier auf Mehr, auf Eigenschaften und dann seht ihr da die ID. Und die kopiert ihr euch und fügt dann bei Option Wake on LAN, fügt ihr die bei TeamViewer ID hinzu. Also gebt halt eine ein, ich gebe jetzt irgendwas ein und dann auf Hinzufügen und dann wird die hier angezeigt. So, wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr hier wieder rausgehen und müsst dann euren Rechner neu starten. Und dann müssen wir ins BIOS gehen und dort noch eine Sache umstellen. Also ich würde sagen, ich schalte kurz um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich dann schon wieder und ich habe jetzt auf meine Kamera umgeschaltet, damit ich das abfilmen kann. Und was wir jetzt tun müssen, ist den Rechner wieder zu starten und dabei ins BIOS zu gehen. Bei mir geht das über die Entferntaste, es kann aber auch F1, F2, F11, F12, F10, kann es alles sein. Auch Enter oder müsst ihr entweder gucken oder ihr habt am Laptop manchmal auch so einen Knopf dafür. Bei mir zum Beispiel, ich habe auch noch einen Laptop, da habe ich so einen Assistant-Knopf und über den kann ich auch ins BIOS gelangen. Oder ihr guckt einfach mal im Handbuch von eurem Rechner nach. So, ich starte den jetzt und dabei drücke ich dann die ganze Zeit entfernen. Das mache ich so lange, bis ich ins BIOS komme. So, jetzt sehen wir hier den Bootvorgang. Und da sind wir im BIOS. Hier sind wir im BIOS und gehen jetzt, bei mir ist das so der Fall. Es gibt unterschiedliche. Es gibt UEFI und BIOS und müsst ihr ein bisschen rumgucken. Zum Beispiel bei einem Laptop ist es so, dass ich oben die einzelnen Reiter habe und da ist es der ganz rechts. Oder ihr habt wie ich eine Suchfunktion, geht darauf und geht dann auf, gebt dann ein PCI und dann kommt hier Fortsetzung durch PCI Express Geräte. So, und dann steht hier auch Aktivierung oder Deaktivierung der Aufwachfunktion und wenn ihr das halt aktiviert, so wie ich es jetzt getan habe, also einmal raufklicken hier hinten und aktivieren. Wenn ihr das aktiviert habt, dann könnt ihr euren Rechner, wenn ihr alles so eingestellt habt, über andere Rechner, euer Handy oder halt andere Geräte starten. So, ich mache das wieder zu. Dann auf Schließen und auf Ja. Dann wird sich der Rechner ganz normal wieder starten. Und
Dann schalten wir mal auf mein Handy und dann zeige ich euch, wie das da jetzt geht. So, da bin ich auch schon wieder. Es könnte im Hintergrund ein bisschen rauschen, das ist mein Rechner. Tut mir sehr leid. So, jetzt sind wir auf meinem Handy und da ladet ihr euch die TeamViewer-App runter. Und wenn ihr das getan habt, dann öffnet ihr sie und meldet euch an. Bei mir ist es schon. Und dann könnt ihr auf meine Computer gehen und von dort aus seht ihr dann die einzelnen Rechner. Und bei mir ist das jetzt der hier. Ne, ich glaube sogar der da unter. Der da unter ist das. Und ja, wenn ihr dann hochfahren wollt, dann drückt ihr halt einfach auf an. Wenn ihr darauf gedrückt habt, dann müsst ihr kurz warten und dann wird er euch da oben angezeigt. So, ja, das war es doch eigentlich schon von mir. Und wenn ihr weitere Tutorials sehen wollt, einfach abonnieren, Like da lassen und dann würde ich auch sagen, bis dann, dann sehen wir uns. Tschüss.